Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Stream-Ankündigung für Dienstag, den 5.3.2019. Heute Abend möchte ich mal wieder mit euch ein bisschen streamen und dieses Mal soll es ausnahmsweise mal kein Hearthstone-Stream werden, denn da wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch was kommen. Also haltet euch da auf jeden Fall bereit, ihr kriegt hier auf dem Kanal immer die neuesten Neuigkeiten. So, was will ich also heute Abend zocken? Ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Entweder es wird wirklich so sein, dass ich wieder in Richtung Dark Souls tendieren werde, was halt echt eine ganz coole Sache wäre, wenn ich ehrlich bin. Oder aber wir spielen mal ein bisschen sowas Alternatives. Ich hätte mal wieder auch Lust auf Dota 2. Dafür habe ich halt echt in letzter Zeit sehr, sehr wenig Zeit. Also ich bin gerade halt wirklich extrem eingespannt wieder. Und das, obwohl die Uni noch nicht mal wieder angefangen hat, Leute. Also das ist halt extrem. Da wird es vielleicht auch noch die eine oder andere Neuigkeit geben, die ich euch da in die Richtung irgendwie mitteilen möchte. Muss ich aber mal noch gucken, wie das Ganze verläuft. Vielleicht habe ich da wirklich Glück. Und ja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ja, was wir heute Abend spielen werden, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Ideen unten in die Kommentare rein. Ich werde dann trotzdem schlussendlich, ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen, werde aber dann schlussendlich selbst entscheiden, auf was ich heute Abend Bock habe zu streamen. Guckt auf jeden Fall vorbei. Und Leute, keine Angst, der Hearthstone-Rank, die Hearthstone-Rank-Woche, wie ich sie eigentlich genannt habe, wird ein bisschen weiter ausgedehnt zu Hearthstone-Rank-Monat. Es ist noch nicht vorbei, kann ich euch sagen. Ich weiß, ich hatte ein paar Stopper hier und mir ist auch wirklich, ich muss auch wirklich sagen, dass es echt krass ist, jeden Tag Hearthstones Standard-Rank zu spielen. Das ist halt einfach wirklich, das zermürbt einen, möchte ich förmlich schon sagen, immer gegen dieselben Decks anzukämpfen. Also ich habe da übelst großen Respekt gerade momentan vor den ganzen, für den ganzen Pros. Weil die ganze Zeit gegen Ord Paladin, die ganze Zeit gegen Priest und sowas, das macht mich schon ein bisschen mürbe. Das langweilt mich einfach. Und das ist immer sehr, sehr schlecht, wenn ein Spiel dann irgendwann mal langweilig wird. Weil da habe ich dann Angst, dass mir das Spiel irgendwann mal keine Laune mehr macht. Und das will ich halt auf keinen Fall riskieren. Deswegen, kleine Pause in den Hearthstone-Streams. Macht euch keine Sorge, es geht auf jeden Fall wieder weiter. Und ja, wie gesagt, schreibt mir unten eure Ideen in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Vielleicht organisiere ich einen Storm wieder, vielleicht hat Skuraru oder Manu vielleicht noch Bock. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis heute Abend dann zwischen 20 und 20.30 Uhr auf twitch.tv. Haut rein, bis denn. Tschüss.